Hallo, herzlich willkommen zurück bei The Sims 4 in einem kleinen vorweihnachtlichen Stream. Wir müssen mal schauen, wo wir stehen geblieben sind. Ist schon wieder eine Weile her, nicht wahr? Nicht wahr? Jetzt muss ich erstmal gucken, ob die Maus auch richtig ist. Da hatte ich ja immer Probleme mit. Die Maus ist auf der Frau. Ja, das passt. Okay, alles gut. So, ach ja, ich erinnere mich. Die beiden, Missy und Doktor sind zu Kleinkindern herangewachsen. Dann wollen wir doch mal schauen, wer hat denn hier welche Bedürfnisse. Also wir haben hier die Sandy Löhrer, der ist unwohl, weil die muss aufs Klo. Dann soll die doch als alles erstmal aufs Klo gehen. Spricht doch nichts dagegen. Warum hat er... Ach so, weil die Kamera auf ihn gerichtet ist, alles klar. Jetzt verstehe ich das Symbol. Gut, Aaron, dem geht's eigentlich ganz gut. Beron muss auch aufs Klo, der kann aber, glaube ich, inzwischen schon selbst gehen. Was macht der denn hier gerade? Der steht hier vor seinem Bär. Dann geht er doch mal aufs Töpfchen. Missy müsste mal schlafen und Doktor hat Hunger und muss auch schlafen. Dann würde ich sagen, dann sollten wir vielleicht beide gleichzeitig füttern. Sonst haben wir das Problem gleich nochmal. Ich guck mal, was hat denn dieser Stuhl hier gekostet? Dann kaufe ich mir nämlich zwei von diesen Stühlen. Dann kann ich die nämlich einfach nebeneinander hauen. Pfund. Warum sage ich jetzt Pfund? Simoleons, alles klar. Es passt noch nicht mehr hier hin. Das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöde. Dann, Dann, was machen wir dann? Was machen wir dann? Was ausprobieren. Was kostet es denn, wenn ich diesen Raum 1 verlängere? 210. Wobei, da müsste ich den hinten auch verlängern, sonst sieht es blöd aus, ne? Was wird es mit dem... Obwohl, ich habe eh schon zwei... Ein zweigeteiltes Dach. Ja, dann lass mich das. Ich mach das mal so. Ich probiere das mal aus. Haben wir hier ein bisschen mehr Platz? Vielleicht gar nicht. Vielleicht sowieso ganz gut. Genau, was ich eigentlich auch die ganze Zeit schon mal machen wollte. Ich mache hier richtige Fenster rein. Das mit den hohen Fenstern ist doch doof, oder? Guck mal hier so. Hier so eins und jetzt da nicht. Das würde ich dann hierhin machen und das dann auch weg. Guck mal, das sieht doch besser aus, oder? Das sieht doch besser aus, genau. Gut, dann können wir die Couch ein... Ups, was? Die Couch ein bisschen rüber, den Fernseher, alles ein bisschen rüber. Da kann er nicht passieren. Hallo. Ein Kind neben den Kühlschrank, eins neben den Müll. Ich bin hier für Gleichberechtigung, deswegen machen wir das nicht. So, das Plakat dahin, dann packen wir das dahin, dann haben wir hier auch ein bisschen mehr Platz. Die Frage ist, lassen wir den Tisch dann so? Ja, den Tisch lassen wir mal so. Obwohl, eigentlich doof, ne? Da hat man hier mehr Platz zum Durchgehen. Ich könnte die Stühle dann auch hier hinstellen eigentlich. Dann könnte ich den Mülleimer hier hinstellen. So. Den Mülleimer dann passenderweise eher so in die Küche. Hätte ich ja eigentlich eh am liebsten gemacht. So. Warte mal, man kann den glaube ich auch mit... Nee, mit... Halt? Ah ja, mit Alt kann man den frei bewegen. Dann könnte ich den nämlich ein bisschen näher an die Wand stellen. Das sieht eigentlich noch besser aus. Ja, das ist doch gut, oder? Das ist doch okay. Jetzt müssen wir mal gucken, was ich immer gerne vergesse. Dach. Das Dach. Wie sieht das Dach jetzt aus? Das Dach sieht nämlich kacke aus. Dann müssen wir hier nochmal ein bisschen weiter... rüber. Ungefähr so. Ja. Das sieht jetzt ein bisschen blöd aus, obwohl es geht eigentlich.
Ah, das geht. Das geht. Das geht doch ganz gut. So, dann. Ach genau, ich wollte eh noch was gucken, weil ich hatte ja die Idee, beziehungsweise den Verdacht, dass mein Sim hier sich immer Wasser holt, also Leitungswasser holt, weil er nämlich gerne Drinks mixt. Und das ist nun mal das einzige Getränk, was er im Moment trinken kann. Und deshalb ist er dann auch immer ganz enttäuscht. Und deswegen dachte ich mir, ich schaue mal, was es denn da so barmäßig für Möglichkeiten gibt. Esszimmer wahrscheinlich am ehesten, oder? So eine Bar, genau. Ui, das sind aber... Ach, die sind alle... Oh Gott, die sind aber teuer. Die sind aber teuer. Also das günstigste 640. Und ist auch zwei Dinge. Ja, das passt nicht so richtig rein, ne? Gibt's nicht irgendwie... nee. Vielleicht gibt's in der Küche irgendwas, was einfacheres? Verschiedene Deko, Küchengeräte vielleicht irgendwie? Na gut, könnt ihr euch vielleicht eine Kaffeemaschine kaufen? Vielleicht ist das ja auch schon was. Vielleicht hilft das ja auch schon. Was ist das denn? Törtchenfabrik. Was haben wir hier? Teekocher. Oder ein Teekocher. Schmeppelkaffee. Was kostet der Teekocher? 275, das ist fast ein bisschen teuer. Die Muckefuck 1.0 kostet 50, der Koffeinator 95. Aber ich glaube, ich würde dann die Kaffee in Modere. In Modere nehmen. Für 155 Simoleons. Dies ist eine Premium-Aufbrühstation für Kenner, die verstanden haben, dass Kaffee eine Lebensart ist. Nicht irgendeine bittere Brühe, die nur dazu taugt, Gebäck einzutunken. Unsere Maschine kocht erstklassigen Kaffee für erstklassige Sims. Feine Backwaren können gerne zu, jedoch niemals in unserem Kaffee genossen werden. Mach dein Leben Imodere. Imodere. Jetzt überlege ich gerade was anderes. Na, wenn ich jetzt eh schon am Umbauen bin. Ich stelle mal den Mülleimer wieder weg. Wenn man hier noch die Theke so ein bisschen erweitert, dann könnte ich da noch einen Müllschlucker reinbauen. Und da könnte ich eine Kaffeemaschine locker unterbringen, ohne Probleme. Ich habe jetzt wieder Geld. Also raus damit. Guck mal, das sieht doch schick aus auf jeden Fall schon, oder? Das sieht doch eigentlich schon ganz schick aus. Vielleicht kann man den Tisch sogar noch ein bisschen weiter hier rüber holen. Dann hat man hier so einen geschlossenen Küchen-Essbereich. Bis auf die Kinder, die sind halt so ein bisschen abwärts. Abwärts? Ach so, es gibt gar keine Mülleimer, die man integrieren kann. Echt jetzt? Was ist das hier gewesen? Profispüler, ach, ein Spüler. Früher gab es so einen Müllschlucker, den man so in die Theke einbauen konnte. Okay, dann machen wir das anders. Dann nehme ich die eine Theke wieder weg. Dann machen wir den Kühlschrank dahin und dann machen wir den Mülleimer einfach hierhin. Ne? Das ist doch gut. Können wir vielleicht sogar noch ein weiteres Fenster einbauen? Dann wird es auch nochmal ein bisschen heller. Und das ist ein bisschen blöd, dass die... Huch, hallo. Dass die Fenster gerade so hinter der Theke sind, ne? Ich glaube, die kann man aber noch höher setzen. Die Frage ist nur, ob das dann noch... Ne, die kann man nicht höher setzen. Naja, dann bleibt das so. Bleibt jetzt so. Wobei, das würde ich vielleicht da hinsetzen, dann kann man beim Spülen rausgucken. Genau, und ich wollte mir eine Kaffeemaschine kaufen. Was haben wir denn da für Farben? Das ist doch eine schicke Farbe. Dann stelle ich die... Warte mal, lass mal geschickt denken. Man holt was aus dem Kühlschrank, man richtet es an. Und dann braucht man eigentlich als nächstes den Herd.
Das heißt, wir könnten eigentlich... Hallo? Und das nur mal abstellen. Das, den Herd hier hin machen. Fenster und Feuermelder tauschen gerade die Plätze. Und dann könnte man das hier hinstellen. Das heißt, man kann Kühlschrank holen, zubereiten, kochen. Spülbecken ist so ein bisschen egal, oder? Ich lasse das jetzt mal da. So, und die Kaffeemaschine packen wir dann hier hin. Kann man nämlich hier servieren. Wahrscheinlich wird das nie jemand in dieser Reihenfolge machen, aber ist mir egal. So, alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir es jetzt aber, oder? Wir haben genug gebaut. 10 Minuten gespielt, nur gebaut. Okay. Frau geht aufs Klo. Mann nimmt Missy. Warum kann er nur Missy nehmen? Gut, dann nimmt er erstmal Missy und setzt sie da rein. Der geht aufs Klo von sich aus, das ist gut. Der hat übrigens auch Hunger, den müssen wir dann auch noch da reinsetzen. Machen wir dann aber nachher. Genau, Missy reinsetzen und Doktor reinsetzen und dann schauen wir mal. Ich mache erstmal Play, der hier muss halt irgendwie gerade mal kurz warten. Dürfte jetzt nicht allzu lang dauern, das Kind da reinzusetzen hoffentlich. Bitte, Missy, da absetzen. Bitte, schnell. Oh, Bärensommer hat das Level 3 der Töpfchenfähigkeit erreicht. So, gut. Dann, ach halt, jetzt habe ich... Steuerung. dann bitte hier, nee, nicht du, sondern du. Oh Gott, das sind viele Sims jetzt, ne? Absetzen, und zwar möchte ich dort... Dr. Sommer absetzen. Dr. Sommer. Oh, löst dich. So, genau. Und sie ist ja jetzt wieder in Ordnung. Das heißt, sie kann jetzt eigentlich der Missy schon mal... Was geben wir denn da am besten? Was Gesundes, ne? Erbsen. Erbsen ist gesund. So. Gib mir mal ein paar Erbsen. Wunderbar. Und dann kann sie selbst sich mal... Ach so, ich mal gucken, was haben wir denn eigentlich noch? Gesundheit! Was haben wir denn eigentlich noch im Kühlschrank für Reste? Makaroni und Käse, ausgezeichnet! Steht auch wie viel 2 übrig. Ja gut, dann soll sie sich das einfach mal nehmen. Sie hat jetzt Hunger, oder? Obwohl, kann noch ein bisschen warten. Kann eigentlich noch ein bisschen warten. Dann... Dann soll sie mal dem Typ hier auch noch was zu essen geben. So muss er muss erstmal ein bisschen Computer spielen. Er hat hier Spaßmangel. Machen wir mal ein Spiel spielen, und zwar Sims Forever. Natürlich Sims Forever, genau. Und dann kann sie hier Essen geben. Auch natürlich Erbsen. Leckere Erbsen. So, sie ist angespannt, weil Kleinkind. Ach ja, sie mag ja keine Kinder. Richtig. Richtig. Ja, gern geschehen. Was macht sie denn dann jetzt in der Zwischenzeit? Vielleicht kann sie sich irgendwie um ihn noch mal ein bisschen kümmern. Was muss er denn als nächstes? Was ist denn bei ihm so Spaß? Ach, oh, ach ja, stimmt, auch Hunger. Ja, aber Spaß. Vielleicht kann sie einfach irgendwie ein bisschen was spielen mit ihm oder so. Ja, geh erstmal hier hin, komm, hier hingehen. Ah, warte mal, muss eh jemand das Töpfchen ausleeren? Oder? Was? Ja, das sieht so aus, als müsste man das ausleeren. Dann säubern, dann soll er halt selbst mal spielen. Und zwar hat er nicht irgendwie noch was im Inventar? Genau, das Holzauto. Dann spielt er mal mit dem Holzauto einfach eine Runde. Steh aber nicht im Weg rum, ne? Steh bitte nicht im Weg rum. Okay, er steht im Weg rum. Lauf doch einfach mal hier hin, hier hingehen.
Jetzt ist er wütend. Warum ist er jetzt wütend? Weil er Hunger hat. Ja, gibt ja gleich was. Gibt doch gleich was. Guck mal, hier ist schon ein Platz frei. Da ist schon ein Platz. Vielleicht brauche ich 3 Stühle. Ich probiere es mal mit 2. Genau. Sandy bringt den Müll raus. Und warte mal, in der Zwischenzeit. Der kann ja noch ein bisschen spielen jetzt. Spielen. So, genau. Dann kann sie einfach rauslassen erstmal. Kann man dich einfach rauslassen? Freundlich vorstellen? Freundlich vorstellen? Okay, ich stelle mich erstmal freundlich vor. Warum spielst du jetzt das Geschirr, obwohl ich gesagt habe, freundlich vorstellen? So, warte mal, die müssen auch beide, was war mal, Energie, genau. Die müssen beide Energie, die brauchen aber noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Die brauchen beide noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Kann man so eine Gruppenaktivität irgendwie, also dass man sich mit beiden irgendwie beschäftigt gleichzeitig? Geht das? Ja gut, mach erstmal freundlich vorstellen jetzt. So. Okay, jetzt spricht sie mit ihr. Alles klar. Dann bei ihm mal lustig vorstellen. Ich muss das hier schneller machen. Kann sie ihn jetzt mal rauslassen, bitte? Rauslassen. 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 So. Ah, die plaudert mit beiden gerade. Das ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Das ist hier eigentlich schon mal ganz gut. Der spielt noch, alles klar. Wie schlimm ist der Hunger? Ja, so ein bisschen schlimm ist der Hunger schon. Dann würde ich sagen, er ist jetzt eh fertig mit Spaß. Dann kann er mal hergehen und ihn hochheben. Aufhören zu spielen, bitte. Genau. Und sie lässt die beiden raus. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, nimmt sie sich einfach mal ein paar Reste. Das sind die Macaroni mit Käse. Den Teller hier kann ich selbst spülen. Ich tue, was ich kann. Danke. Ich kann Kanne. Habe ich nicht gesagt, er soll... Hallo? Was macht er denn? Warum hebt er denn jetzt sie hoch? Du sollst ihn hier ins Körbchen setzen. Ins Körbchen. In das Stühlchen. Was macht der da? So, pass auf. Können die miteinander spielen? Ach, die müssen ja beide ins Bett. Die müssen ja beide ins Bett. Sterbe aber auch noch Spaß. Er braucht noch Spaß eigentlich. Vielleicht können sie ja doch irgendwie nochmal miteinander spielen. Mehr Auswahl. Brabbeln, mehr Auswahl. Aktionen. Freundlich. Brabbeln. So, du bitte Beron hier absetzen. Und natürlich auch die leckeren Erbsen für Beron. Sandy Lyra wird angerufen. So, dann kann er mal irgendwie. Gibt's nicht sowas wie Spielen irgendwie? Kinderbetreuung? Spielen, doch, da, spielen. Können die zu dritt spielen? Warum macht er das die ganze Zeit? Er soll den nicht absetzen, er soll mit dem spielen irgendwie. Sprechen ist doch auch nicht spielen. Habe ich irgendwie wieder diese... Meine Simpsons mir so selbstständig. Warte mal, wie war das denn? Gameplay? Selbstständigkeit aus. Ich verstehe das irgendwie nicht. Was passiert denn da?
Was heißt denn eigentlich dieses Symbol hier? Kinderbuch lesen. Ja komm, ich mach jetzt mal spielen. Ich guck mal, was passiert. Ich mach jetzt einfach mal spielen. Und die kann ja mal mit dem Ding hier spielen. Was ist das? Brabbeln. Was ist das? Können die eigentlich schon laufen? Müssen die nicht eigentlich erst laufen lernen? So, jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Weil eigentlich sollte er ja mit ihm spielen. Sprechen, spielen. Ah ja, sprechen ist also spielen. Gut, gut zu wissen. Dann, genau, die kann... Achso, die räumt das erstmal ab. Das ist okay. Ja, lass mal laufen. Lass mal laufen. Ah ja, das ist also spielen. Mit dem Rücken zum Kind sitzen und in die andere Richtung sprechen. Gut zu wissen. Also irgendwie brauchen die Aufmerksamkeit und Spaß. Dann soll sie doch mal einfach hier Aufmerksamkeit irgendwie mal ein bisschen anbrüllen, ist ja auch Aufmerksamkeit. Tag verschönern und Kinderbuch lesen. Tag verschönern und Kinderbuch lesen. So, das machen die jetzt beide mal. Der, weiß ich nicht, was der hier macht, habe ich ihm nie gesagt. Tag verschönern und... Warum kann er nicht Kinderbuch lesen? Weil er nicht, selbst nicht lesen kann. Nein, Quatsch. Okay, so, zack. Jetzt hat er natürlich da wieder nichts zu tun. Oh, das ist nervig. Was zur Hölle war das? Also, guck mal, das gefällt dir auch. Und die spielt hier weiter unten mit dem... Zuschauen. Ist doch was für die ganze Familie, was der da macht. Kann er auch zuschauen? Zuschauen. Okay, er ist wütend, weil müde. Er ist wütend, weil müde, okay, und sie ist auch müde, aber nicht wütend. Dann sollen sie erstmal ins Bett gehen, komm. Er müsste mal aufs Klo vielleicht. Es könnte sein, dass das die Nacht nicht übersteht. Was heißt die Nacht? Das ist 12.37 Uhr. Dann, wie, Doktor ist das, ne? Doktor, genau. Beibringen, aufs Töpfchen zu gehen, Doktor Sommer. So, und er bringt Missy ins Bett. Missy ist dann hier. Kleinkind ins in den Schlaf lesen. Komm, das können wir schon mal machen. Missy. Genau. Das und das machen wir nicht. Und der fast erwachsene Beron kann ja noch mal ein bisschen mit seinem Holzauto spielen. Das ist anstrengend. Was macht er jetzt? Warum setzt er sich hin? Töpfchenfähigkeit erworben. Aber er kann das noch nicht alleine, ne? Er braucht da noch ein paar Übungsstunden, nehme ich an. Wütend, weil müde. Sehr wütend. Extrem wenig Energie. Ja, da kommt sie gleich ins Bett. Alles gut, alles gut. Keinen Tobsuchtsanfall bekommen.
Guck mal, hat Leckerschmecker essen gehabt. Ist doch gut. Kann man sich doch mal auch mal an den positiven Dingen erfreuen. So, sie schläft, dann kann er... Oh ja, er müsste auch nochmal was essen. Dann würde ich sagen, macht er mal nochmal Reste nehmen. Und er ist immer noch nicht am Blase entleeren, er ist immer noch am Üben. Wie man drückt. Was macht er? Er ist traurig, weil... Spielzeugkoller. Ah ja, gut, er hat jetzt zu... viel mit demselben Spielzeug gespielt, dann spiel doch einfach mit der Katze noch ein bisschen. Wobei, kann eigentlich auch immer, ah ne, kann er, muss ja noch gar nicht ins Bett. Kann er nicht irgendwas lernen? Kann er ein Buch lesen? kann er ein Buch lesen? Auf dem Weg zum Mars? Ich guck mal, ob er das kann. Mach mal ein bisschen schneller. Er kann nicht lesen, ne? Er steht da nur rum und wartet. Buch lesen auf dem Weg zum Mars. Nee, das kann er nicht. Das kann er nicht. Ja gut, dann spielt er halt mit seinem anderen Spielzeug. Spielt er mal ein bisschen mit der Katze hier. Spiel. Spiel. So. Er ist hoffentlich... Ah ja, jetzt. Jetzt. Jetzt leert sich das Bläslein. Sehr gut. Dann kann sie ihn nämlich auch endlich ins Bett bringen. Genau, Nickerchen machen. Ah, nee, warte mal. Sie soll ihn, Kleinkind, ins Bett bringen, den Dr. Sommer. Wenn er fertig ist. Müsste gleich fertig sein. Jetzt. Oh, guck mal, er ist auch traurig. Warum ist er jetzt traurig? Töpfchenunfall. Ach komm, ist doch nicht schlimm. So, dann bringt sie ihn ins Bett. Dann kann sie mal schnell hier das aufwischen und das Töpfchen ist sauber scheinbar noch. Ach so, ja, weil er daneben gemacht hat wahrscheinlich. Genau, gut, dann ist sie soweit fertig. Ihr geht's auch gut, dann kann sie sich eigentlich mal ein bisschen um ihn kümmern. Was muss er denn noch lernen? Er muss doch auch noch Kinderbetreuung als Pflegekind adoptieren? Nee, das ist doch hier, kann doch nicht einfach das... Kind wegadoptieren von meinem Mitbewohner. Kinderbetreuung freundlich. Kinderbuch lesen. Mehr Auswahl. Sprechen beibringen. Hat der nicht schon sprechen gelernt? Ich guck mal, was passiert. So, er ist am Sitzen. Ist richtig? Er ist am Sitzen. Okay, dann können wir den Teller auf jeden Fall schon mal wegspülen und er muss auch jetzt mal dringend auf die Toilette. Hat dann ein bisschen wenig Energie und ein bisschen wenig Hygiene, aber nichts Drastisches. Er müsste mal gucken, wie es aussieht mit Arbeiten. Er muss heute Abend um 20 Uhr arbeiten. Und er bräuchte theoretisch noch schelmische Interaktion, aber ich glaube, das kannst du jetzt gerade im Moment vergessen. Dafür ist hier ein bisschen zu wenig, zu viel los zu Hause. So, sie wartet jetzt darauf, dass er... responsiv ist, alles klar, machen wir so. Dann würde ich sagen, kann er doch direkt auch mal duschen. Warum hat das denn jetzt nicht geklappt? Mehr Auswahl, freundlich. Mehr Auswahl, sprechen beibringen. So, die schlafen, das ist schon mal gut. Es ist ein sehr süßer Schlafanzug hier. Dr. Sommer hat einen sehr süßen Schlafanzug. So, ihr geht's gut, ihm geht's gut. Er ist wütend. Ah ja, okay, er hat keinen Bock. Alles klar. Gut, dann machen wir was anderes. Wie wäre es denn, wenn wir was anderes machen? Wie wäre es denn, wenn wir ihn mal loben? Und wenn wir ihn mal ein bisschen... ein Kinderbuch für ihn lesen? Das wollte ich die ganze Zeit.
Hat nicht geklappt. So, er hat jetzt ein bisschen Zeit noch. Wie wäre es denn, wenn er mal... Guck mal, da ist doch jemand. Wer ist das? Wer ist das? Wie heißt der? Moritz Schäfer. Herbeirufen. Muss zuerst eingeladen werden. Ich gehe da einfach mal hin und treibe ein bisschen Unfug mit ihm. Ich würde ihn erstmal bestehlen. Würde danach dann behaupten, ein kriminelles Superhirn zu sein. Würde danach dann schlechte Nachrichten verkünden. Ich hoffe, der macht das alles. Weil manchmal gehen die Dingsies auch weg und falsche Selbstsicherheit einflößen. Und dann gucken wir mal. Gucken wir, ob das klappt. So. Sie wollte Geschichte lesen. Das sieht nicht so aus, als würde das klappen. So, die treffen sich jetzt mitten auf der Straße, das ist gut. Okay, das hat ja schon mal geklappt. Okay, dann würde ich mal ganz kurz gucken. Klappt das hier? 25% erledigt. Ah ja, das klappt. Okay, super. Dann warte mal, dann machen wir doch nochmal... Er ist übrigens selbstsicher, weil er geduscht hat. Dann machen wir doch mal ein bisschen mehr Unfug. Und zwar machen wir noch mal ein absurdes Gerücht. Und was haben wir denn noch? Zu falscher Party einladen. Finde ich auch gut. So, die da unten beschäftigen sich mit Lesen hoffentlich. Ja, perfekt. Okay, alles gut. 50%. Gucken, ob das reicht.